Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen außer Ananas, deswegen kann ich das alles. So kleine Buchstabennudeln. Das ist toll, toll. Schmeckt? Toll. Super, super. Schmeckt anders. Ja? Ein bisschen. Das ist toll. Und du? So, jetzt brauchen wir noch Kölsch. Schon, die sind okay, da. Kölsch. Das ist toll. Willkommen zu Keine Wochenshow, Ausgabe 238. Ja, so weit in der Richtung. Vom? Warte, ich hab's gleich. 25. Ich glaube auch. Herzlich willkommen und wir müssen uns an der Stelle gleich mal entschuldigen. Ja, wir sind voll gefuttert. Ja, heute ist ja, es ist ein schöner, sonniger Sonntagvormittag und wir haben ein so wunderbares Frühstück gehabt, genau. Das in Wirklichkeit ein Abendbrot war. Ja, gut genährt sind wir in die Sendung gestartet. Ja, also wenn wir kurz mal Rülps noch entfahren lassen, nimmst. Hat es uns gut geschmeckt, wohlgemerkt. Ja. Laut Martin Luther. Ja. Ja, dennoch war es wieder eine ereignisreiche. Ach, meine Wortspiele hier. Ja, sehr ereignisreiche Woche, ja. Hm? Zum Beispiel. Wir haben ja den nächsten Weltraumurlauber. Der Amazon-Gründer dachte, ich schmeiß mal wieder eine Menge Geld raus und flieg mal so nach oben, um mal kurz die Schwerelosigkeit zu spüren. Ist das dekadent oder ist das dekadent? Das ist doppelt dekadent. Hat es ja eigentlich nur gemacht, damit er mal beweisen kann, dass er hinter hier, wie heißt der andere, Branson, nicht hinterher steht, sondern dass er genauso cool ist und so viel CO2 rausschießen kann wie er. Ich meine, es ist ja, ja, wahrscheinlich ist es ja zukunftsweisend, so dieser Weltraumtourismus, aber ehrlich gesagt, ich frage mich, was mit, das soll. Machen wir zukünftig denn mit E-Motoren? Ja, aber ich frage mich auch, was das soll, dass man quasi 10 Minuten in die Luft geht, um dann irgendwie 3 Minuten Schwerelosigkeit zu haben, um dann auch wieder zurückzukommen. Für $250,000. So billig war das. Ich glaube, der bei den Branson war, ich glaube, 250.000 pro Person, die da damit gedackelt sind. Also, und dann stellt er sich noch in eine Pressekonferenz und dankt allen Amazon-Mitarbeitern und Amazon-Kunden, dass sie das möglich gemacht haben. Und sagt, bitteschön. Das ist geil, das ist geil. Also wirklich, also prima. Zahle ich doch gerne für solche kleinen Hobbys. Ja, das macht er so nebenbei. Aber ganz ehrlich, Weltraumtourismus in der Klimadiskussionsrunde ist ein bisschen ganz doll daneben. Wir reden davon, dass wir irgendwann die Dieselmotoren, die generell Verbrennermotoren abschaffen wollen und dafür E-Motoren haben und der schießt da 200 Millionen Kubikmeter CO2 in der Luft. Und alle jubeln wohlgemerkt. Alle jubeln und sagen, ja super gemacht, prima. Nur no, aber den Eindruck habe ich jetzt nicht, dass alle jubeln. Aber ist auch der Feste ist völlig konträr zu dem, was wir gerade an Thematik eigentlich generell haben. Also gerade was in Westdeutschland gerade los ist, in Rheinland-Pfalz und in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Belgien, Niederlande, Schweiz. Ja. Ja, also da sind wir ja inzwischen bei, glaube ich, weit mehr als 200 Tote. Ja. Also wenn man jetzt nicht nur die Deutschen, sondern auch die in den anderen Nachbarländern dazu zählt. Und das haben wir ja nun letzte Woche schon thematisiert. Was natürlich in dieser Woche oder in den letzten 8 Tagen so los war, war ja die ganzen Politiker, die sich in den Hochwassergebieten umgesehen haben. Also da gab es interessante, anrührende Momente und es gab so diese Momente, wo man dachte, oh. Fremdschämen ohne Ende. Aber wo gesagt, die Grünen haben sich ja dezent zurückgehalten. Nein, haben sie nicht. Also Frau Baerbock war auch im Hochwasser, aber ohne Kameras. Siehst du, ist natürlich jetzt die Frage,
Macht man, also ist es jetzt clever, das quasi ohne Medienbegleitung zu machen, oder ist gerade das clever? So nach dem Motto, ich mache ja, aber mich interessiert es jetzt nicht, ob die Medien dabei sind oder so. Also jedenfalls hat sie, ist ja schon mal gut, dass sie sich nicht außen vor gelassen hat, sondern dass er auch in dem Gebiet war. Sonst hat sich ja medientechnisch ja Herr Laschet ja sehr hervorgetan. Aber auch hier Herr Scholz, der war ja mehrmals da unten. Herr Laschet hat sich ja negativ vor. Vieles verloren haben, die große Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Und diese Hilfe, die zugesagt ist, soll auch gelten für die Gemeinden. Wenn man da mit Herrn Steinmeier dann da ist und dann hinter ihm dann anfängt abzulachen, war nicht Jens Ruderbringer? Da haben sie ihn ja auch zerfleischt, wa? Wie unprofessionell ist das denn auch? Ja, selber schuld. Und das ist dann Kanzlerkandidat der CDU, CSU. Und Herr Söder hat ja gleich gesagt, Klima, Notstand, und jetzt lachen wir jetzt extrem gleich mal los und gib ihn. Schauen wir mal, ob er weiter da nun vorhat. Aber was ich wirklich sehr spannend und sehr rührend fand, war der Besuch von Angela Merkel und Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz war das Schuld? Denn Schuld war Schuld, sie, ne? Halt, ja, also erstens nochmal natürlich, Malu Dreyer ist ja, muss man ja sagen, die ist ja ziemlich krank mit ihrer multiplen Sklerose. Und sie musste ja auch quasi permanent von einem Begleiter, der neben ihr lief, so ein bisschen gehalten werden, wenn sie nicht sogar im Rollator gesessen hat. Auf dem Rollator. Oder auf dem Rollator. Ja. Dann hat Merkel auch ganz selbstverständlich zwischenzeitlich ihre Hand genommen. Also fand ich es schon toll. Dieser Besuch von beiden war sehr, fand ich sehr, sehr nah. Also man hatte keine großartigen, festigen Klamotten an, sondern die hatten einfach ein T-Shirt an und waren halt nah am Geschehen oder nicht so wie ein anderer Politiker, der da mit Anzug und Krawatte noch steht und hochgestriegelt, und sondern sie waren halt mittendrin. Und das macht das Ganze wie damals mit Schröder, der im Gummistiefel rumgestiefelt ist und in Regencape, war das halt wie auch so ein Stück weit nah am Bürger dran und nicht so wie jetzt manch anderer Politiker, der da erstmal sich die Feuersten am Mann. Hast du die ganze Übertragung gesehen? Weil es ja, die haben ja echt diesen ganzen Besuch begleitet. Ja. Sie war ja bei Feuerwehrmännern, hat sich mit denen unterhalten, unterwegs hat sie sich mit gerade irgendwelchen Helfern unterhalten. Ja. Und also ist schon spannend, mal zu hören, wie die sich so unterhalten, wenn sie eigentlich nicht offiziell sind. Mhm. Ich meine, gut, sie waren ja offiziell, aber schon, das war ja schon so ein anderer Rahmen. Ja. Also fand ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn die Malu Dreyer nicht so schwer erkrankt wäre, wäre sie auch eine gute Kandidatin gewesen. Ich glaube, dass sie auch nicht das Amt des SPD-Vorsitzenden abgegeben hätte müssen. Wäre auch wirklich eine gute Vorsitzende gewesen, im Gegensatz zu den anderen beiden, die da gerade in der Macht vorne stehen bei der SPD. Dessen Namen ich schon wieder gar nicht mehr weiß. Walter Borjans und Eskins. Ist aber bei den Linken, möchte ich an der Stelle mal, bei den Linken ist es ja noch schlimmer. Also da weiß ich überhaupt nicht mehr, wer da eigentlich ist. Da gab es doch neulich irgendein Sommerinterview. Ja. Und da dachte ich, dass die Interviewerin, die von den Linken ist, und Ja, das ist halt die Kurzlebigkeit der der linken Vorsitzenden. Die wechseln ja alle 4 Jahre da in die Spitze aus da. Ja, Dann gab es das Problem, in Anführung, ja doch, schon ein Problem. Also diese Leute, die dann ins Katastrophengebiet kommen, helfen, aber eigentlich eine ganz andere Agenda haben. Also diese Leute von die Basis zum Beispiel, die da quasi Falschmeldungen, also ich weiß nicht, ob es jetzt die Basis, aber dann fuhr dann zum Beispiel so ein Auto. Lass uns unseren Querdenker. Ja, genau. Also da fuhr dann so ein Auto durch die Gegend, was aussah wie ein Polizeiwagen. Ja, genau, ja. Es stand dann zwar nicht Polizei dran, sondern Peace oder irgendwas und noch was anderes. Und haben dann irgendwelche Meldungen verbreitet, die dann definitiv falsch waren und irgendwelche Sachen, die dann spalten und. Also ich finde es generell, also man muss jetzt sagen, dass die alle da wirklich die Feuerwehr und der technische Hilfswerk und auch alle, die wirklich eine super Arbeit geleistet haben und da wirklich geholfen haben. Und natürlich, ich fand es auch ein bisschen verwerflich, wie sie da auf den Wetterdienst eingedroschen haben, wie sie auch auf den THW eingedroschen haben, wie die Katastrophenschutz eingedroschen haben. So schnell wie die Flut kam, hätte ja wirklich, die haben ja relativ Zeit oder versucht zeitnah diese ganzen Sachen rauszugeben, die Meldungen. Ja, also ich sag mal, da. Aber halt kommt, der war ganz schön heftig, wie sie darauf gerade auf dem THW eingedroschen haben. Sie müssen den Katastrophenschutz verbessern, wir sind nicht alt. Na, ich glaube, es ging eher um Wetterdienste und die Medien. Ja, und da hat ja der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hat ja dazu Folgendes gesagt.
Das Wesen von Katastrophen ist, dass sie nicht vorhersehbar sind. Das Wesen von Naturkatastrophen ist, dass sie erst recht nicht vorhersehbar sind. Das ist doch vollkommen klar. Sie können aufgrund von Warnungen vor Unwetter nicht einschätzen, wie sich die Lage tatsächlich vor Ort entwickelt. Das ist mindestens genauso schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Man muss ja dazu sagen, also Wetterdienste sind schon relativ genau. Also sie können natürlich nicht jetzt auf Tage genau alles sagen, aber wenn es halt um Stunden geht, dann können sie auch nur auf ein bestimmtes Gebiet, können sie schon relativ genau werden. Aber man kann natürlich nicht das genau abschätzen, was da passiert ist. Also wie viel Milliliter Wasser da pro Quadratmeter runterkommt. Also das können Sie denken. Naja, aber zum Beispiel wird ja immer wieder dieser Kachelmann-Wetter. Also die haben relativ eindringlich gewarnt. Ja. Und auch vor den Wassermassen. Und haben auch Hinweise gegeben, was denn ungefähr zu tun ist und was nicht. Also ich sage mal, das ist halt die Frage. Also ich finde, man muss das durchaus wertfrei auswerten, was da passiert ist, was nicht passiert ist. Und wenn ich dann höre, dass dann zum Beispiel der SWR am selben Abend einen Wetterbericht ausgestrahlt hat, wo dann irgendwie die Rede davon war, naja, der Regen wird aufhören jetzt irgendwann im Laufe der Nacht. Und da haben sie dann schon so diese üblichen schönen Wetterbilder gezeigt, wo ich dann denke, ja gut, also so ein bisschen eindringlicher muss man auch warnen. Andererseits, angenommen, sie hätten jetzt gewarnt und Evakuierung, na, die Leute hätten noch den Vogel gezeigt und nach dem Motto, ach, was ist das jetzt für eine Übertreibung? Jetzt geht ja auch gerade die Diskussion los mit den Sirenen und so was Kram. Also die haben ja dann auch irgendwo auch dann Sirenen geleuchtet. Ne? Die Frage ist dann, na, wir hatten ja den Ausschnitt aus dem Portal. Ja, die Frage ist ja dann, ob man dann auch wirklich dann als Anwohner darauf reagiert, wie du schon sagtest. Was passiert denn, wenn du um 0.20 Uhr die Sirene hörst? Weißt du denn, was da gemeint ist? Wir wissen aus Oranienburger Schicht, samstags um 10 Uhr klingelt bei uns die Sirene. Ja gut. Das ist halt Probe. So. Das ist Probealarm und das wart. Aber was ist, wenn es außerhalb der Reihe mal bimmelt? Ja, das sind ja so eine Sachen, wo ich denke, wozu haben wir denn jetzt diesen Warntag, den es ja im September wieder geben soll? Ja, der hat beim ersten Mal völlig versagt. Ja, aber da muss man erstens mal sagen, was brauchen wir, was muss alles getestet werden und wo muss die Bevölkerung auch tatsächlich mal mitmachen, dass die erfährt, na, was ist denn, wenn der und der Ton ist, was müssen wir dann machen? Also es muss halt auch, müssen halt auch die Leute in Deutschland viel mehr darauf sensibilisiert werden. Genau, der allgemeine deutsche Bürger denkt dann halt, wir müssen persönlich jeweils angeklopft werden und sagen, sie haben jetzt das und das zu machen. Dass man selber nochmal nachdenken könnte und mal nachlesen könnte, das ist natürlich bei manchen noch nicht angekommen. Also wir haben gesagt, dass man auch mal ein Stück weit selber noch eine Initiative ergreift und so guckt. Wir sind in den Zeitraum, wo ja alles über Internet, über Social Media verbreitet wird, aber dass man dann selber mal eine Initiative ergreifen könnte, das fällt ja heutzutage fast flach. So, ich gucke hier gerade mal, ich suche ein... Ah, hier habe ich es, glaube ich. Was ja immer so gerne ein bisschen untergeht, ist, dass ja auch aus anderen Ländern die Hilfsbereitschaft sehr groß ist. Das kriegt man ja hierzulande komischerweise gar nicht so richtig mit. Und da gab es jetzt neulich auf bei WDR aktuell auf Twitter, die haben geschrieben, und also da ist mal kurz eigentlich sprachlos, Kirchen in Afrika spenden 20.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Das teilte die Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal mit. Das Geld kommt aus Botswana, der Demokratischen Republik Kongo, Kamerun, Ruanda, Südafrika und Tansania. Überleg mal, das sind einzelne ärmsten Länder dabei, die es auf dieser Welt gibt. Ja. Das ist ja echt heftig. Das muss man sich mal überlegen. Das finde ich ja extrem krass. Und letzte Nachricht dazu. Nach uns kommt ja wieder der Fernsehgarten. Ja. Ach, der fällt mir auch ein. Ja, erzähl. Und der kommt auch heute aber nicht. Kein Malle-Fernsehgarten. Den haben sie abgesagt. Und dazu fällt mir auch ein, Micky Krause wollte diese Woche auch eine Single veröffentlichen. Da habe ich auch mal sein Statement dazu, wenn ich das spontan schnell finde, gefunden. Moin zusammen, wir haben beschlossen, meine neue Single nicht am kommenden Freitag, also jetzt den 23. zu veröffentlichen. Aufgrund der aktuellen Situation in den Katastrophengebieten in Deutschland fühlt es sich nicht gut an, einen Stimmungssong zu veröffentlichen. Im Moment ist wohl niemand danach zu feiern, auch wenn ich seit über 20 Jahren im Dienste der guten Laune unterwegs bin. Bin ich mir sicher, dass dieses eine richtige Entscheidung ist und irgendwann werden wir auch wieder feiern. Euer Micky. Finde ich großartig. Ich habe das noch nicht groß und oft erlebt, dass man so eine Einschnitte macht, wenn eine Katastrophe war. Dass man sagt, ich bringe die Singles mal nicht raus, sondern ich finde jetzt mal kenne ich, sondern schiebt ihr das mal hinten. Finde ich eine großartige Aktion. Dieser Malle fällt gerade auch aus und die Künstler haben alle gesagt, finde ich in Ordnung. Ist es jetzt der richtige Moment, ein Bier zu trinken? Ja. Wir waren ja im Urlaub an der Kieler Förde und da gab es auch verschiedene kleine Brauereien. Hast du dich nochmal bescheißen lassen?
Nee, diesmal hoffe ich doch nicht. Also das heißt Moltrecht. Bauernbier Probsteiner Art. Bin ich mal gespannt. Ah, siehst du, jeder hat das schon. Komm her. Ein Schluck ab. Ist tatsächlich braun. Aber kein Schaum, also fast gar kein Schaum. Null Schaum. Oh, der riecht auch komisch. Das fällt jetzt schon durch. Sieht aus wie... Also der Geruch ist schon interessant. Wisst ihr, das sieht aus wie Muckefuck. Wie dreimal durchlaufender kalter Kaffee. Jetzt siehst du mal, steht ja, also wie gesagt, Moltrecht Bauernbier, Probst Eierart, keine Ahnung. Handwerklich gebraut in Schildorf im Kreis Plön nach dem deutschen Reinheits. Oh, ist jetzt malzig. Das riecht ja schon so malzig. Bierbrauen hat in der Propstei eine besondere Geschichte. Der Grundherr in früherer Zeit war das Prezer Kloster, unter dessen Herrschaft die Propsteier Bauern persönlich frei waren. Alle Höfe in der Propstei erhielten daher auch das Braurecht, das in anderen Regionen nur wenigen Höfen gewährt wurde. So brauten die Propsteier Bauern über viele Jahrhunderte ihr eigenes Bier. Unser Bauernbier ist diesen alten Propsteier Bieren nachempfunden. Wir haben es in Stein entwickelt, also Stein in Klammern Propstei entwickelt und lassen es in einer privaten Landbrauerei in Schildsdorf im Kreis Plön brauen. Also es schmeckt besser, als dass es riecht. Naturtrüb, dunkel, also naturtrüb und kühl und dunkel lagern. Naja, es ist auch, also es ist ja Gerstenmalz, Hafermalz, Hopfen und Hefe. Das ist was Außergewöhnliches. Hafermalz. Das ist ja. Aber nicht gut. Also. Offenbar. Doch, wenn man jetzt so ein bisschen intensiver jetzt mal schmeckt, hat es natürlich. Ach, ich finde den Geruch schon wirklich so sehr unangenehm. Extrem malzig, der Geruch. Aber im Geschmack ist es schon wesentlich weicher. Geht auch besser runter. Nee. Aber. Natürlich, was natürlich auffällt, ist keine Kohlensäure großartig drin. Schaum gar nicht zu denken. Ein schlimmes, ich hab davon noch Fläschchen. 5,2 Umdrehungen dazu. Aber Hafermalz, das ist natürlich was Außergewöhnliches. Das ist ganz selten dabei. Und Hefe sein. Ja, gut. Ich glaube, das kann man zum deftigen Essen ganz gut. So eine Art Braunbier, so etwas, was eigentlich in Süddeutschland so üblich ist, was aus der Bamberger Gegend kommt, dann ist so halt so angelehnt. Die Corona-Zahlen steigen wieder. Also inzwischen, im Vergleich zur letzten Woche, hat sich ja der Inzidenzwert quasi verdoppelt, mehr oder weniger. Wir sind jetzt über 10. Ja, also. Bundesweit. Ja, ich glaube schon bei 12. Aber in Oberhof sind wir bei 2,3. Ja. Naja, es sind, glaube ich, immer die großen Orte, die großen Städte. Ja. Es sind die jungen Leute, also von, weiß ich nicht, 15 bis 35 oder so. Ja. Wir sind nicht mehr jung. Wir sind nicht mehr jung. Wir sind gefühlte Jugendliche. Also es ist schon krass. Ja. Wenn ich dann zum Beispiel sehe, irgendwie in Niedersachsen, wo die Clubs, wenn getestet oder geimpft, dann können die da wieder ganz normal feiern. Also ohne Abstand und weiß ich nicht. Also gibt es ja auch schon die ersten Konzerte schon wieder. Auch Record-Release-Partys sind wieder am Start und in anderen Clubs, wie gesagt, die Engländer sind ja jenseits von Gut und Böse gerade. Ich meine, gut, es wird ja jetzt, das RKI ist ja gerade dabei, ein neues Konzept zu erstellen, weil ja die Inzidenzen aufgrund der Impfungen ja jetzt dann höher sein können, offenbar, und ja. Weil ja wahrscheinlich aber, weniger in die Klinik, aber also es ist trotzdem irgendwie... Aber wie gesagt, ich bin immer noch fasziniert, wir sind immer noch unter 50%, die eine Zweitimpfung haben. Und das stagniert dermaßen. Und Olle Jense, unser Gesundheitsminister, geht ja im Oktober von einer Inzidenz von 800 aus. Also das muss man ja mal reinziehen. Soweit waren wir im schlimmsten letztes Jahr noch nicht mal. Und das finde ich schon faszinierend, wenn wir eigentlich einen Impfstoff haben, der für alle zugänglich ist mittlerweile. Und wir immer noch eigentlich mitten in der Pandemie stecken, wo wir nicht mal sagen könnten, pass auf, nächstes Jahr oder jetzt im Herbst ist das Ding gegessen, weil mittlerweile die Herdenimmunität erreicht, weil alle geimpft sind. Das geht mir so auf den Zeiger, dass halt Dödels dann erzählen, ja, ich lasse mich nicht impfen, weil die bauen mir dann Chip ein und dann will ich mich impfen lassen, weil da stirbt man ja sowieso davon. Wir sterben alle.
geht mir so dermaßen. Naja, und dann sich für aufregen, wenn dann wieder irgendwelche Maßnahmen greifen, die dann irgendwie irgendwelche Regeln wieder. Ja. Naja. Ich guck gerade mal, was ich hier noch dazu zu stehen habe. Ja, irgendwo genau das. Genau das. Schön. Schön, schön, schön. Wir haben in Oranienburg offenbar oder scheinbar. Ein CSI-Fall. Ja. Ja, ganz, ganz krass. Seit der Vorwoche Donnerstag, ja. Also Sonnabend, als vermisst gemeldet. Eine 26-Jährige aus Oranienburg war als vermisst gemeldet. Und am Montagabend hat man dann die Leiche in einem, ja, ist das ein Bunker? Bunker, ehemaligen Bunker. Bei Friedrichsthal im Wald gefunden. Und man, die Polizei geht offenbar davon aus, dass es ein Gewaltverbrechen ist. Kein Sexualverbrechen, aber ein Gewaltverbrechen. Man hat dann noch keine Ahnung, bis zu Zustand, was ich weiß, dass es noch keinen Tatverdächtigen oder Tathergang geben kann. Also man weiß nur, dass halt zeitnah zum Verschwinden auch gestorben sein soll. Also es wird echt krass, Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt. Und ja, jetzt haben wir echt einen krassen Mord für aufzuklären. Das bewegt natürlich alle möglichen Leute. Und es ist noch ein zweiter verschwunden. Ne? Die ist wieder da, die ist wieder gefunden. Ah, ja, also das bleibt spannend und es ist jetzt, glaube ich, auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen worden für das Kind von der Frau. Oder ja, also da ist jetzt einiges im Gange und ja, da gucken wir mal, wie das, ja, das weitergeht. Ja, das stimmt. Da habe ich auf meinem schönen Zettel noch zu stehen. Ich habe hier einiges, ich überlege nur gerade. Was sagst du eigentlich dazu, dass ja diese Woche wurde ja feierlich das Humboldt-Forum ja eröffnet. Jetzt fangen die ja mit irgendwelchen komischen Ideen, dass sie den wieder 2050 abreißen wollen. Und jetzt kommt der Hammer, die wollen jetzt den Palast der Republik wieder aufbauen. Also eine kleine Gruppe von seltsamen Menschen. Ach, das sind ja so junge Leute eigentlich. Ich verstehe nicht. Also ganz ehrlich, die Idee, dass man den wieder aufbaut, viel Blödsinn. Also das ist echt blöd. Also, ich sage mal so, ja. Als der Palast noch stand, hätte man ihn gut gerne im Grund sanieren hätten können. Ja, also hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn man daraus irgendwas macht. Genau. Aber jetzt, wo er abgerissen ist, jetzt, wo das Stadtschloss, das Humboldt-Forum steht, also jetzt dann zu sagen, wir reißen das alles wieder ab und bauen den Palast, wie bekloppt kann also man denn sein? Ich hätte es auch gut gefunden, wenn man den Grund saniert hätte, den die Außenfassade so gelassen hätte wie früher, weil man, das ist ja so ein Stück weit ja alles, was aus den DDR-Zeiten denkt man immer, dass es alt aus dem öffentlichen Leben verschwindet. War ja auch nicht viel tolles Architektonisches, war ja auch nicht dabei, davon abgesehen. Aber das war so ein Punkt, wo man auch gerne im Mittelpunkt des DDR-Berlins gewesen ist, Ost-Berlins. Hm. Ich war da sogar ein paar Mal drin. Also zweimal. Zweimal war ich auch drin. Könnte sein, dass wir waren mal zu einer Vorstellung, eine Kindervorstellung. Na, wir waren, also ich war mal, ich weiß nicht, wer da alles mit war, zu so einer Fernsehaufzeichnung von so einem. Von so einer Kinderfernsehrevue. Ja, genau. Ja. Und ich war noch mal drinnen, das war schon nach der Wende, zur lange nach der Museen. Da war da irgendwelche suspekten Aufführungen da drinnen. Also das war schon echt crazy, was da lief. Weil ich vorhin noch vergessen hatte, als wir über den Jeff Bezos gesprochen haben, Amazon will ja nun auch in Felefanz ein Lager errichten. Im Gewerbepark Felefanz in Oberkrämer, direkt an der Autobahn. Also quasi noch mehr und noch näher dran. Aber interessant ist, dass da nur E-Autos unterwegs sein sollen. Also sie wollen irgendwie 440 Ladestationen da mitbauen. Und dann sollen diese ganzen Auslieferungen, was ich gar nicht mitgekriegt habe, dass ja, wenn du jetzt bei Amazon bestellst, bringt ja offenbar nicht mehr die Post, sondern Amazon-Autos. Mittlerweile. Zum Teil, ja. Ja, und zum Teil irgendwelche Autos, die für Amazon fahren. Ja. Und das soll von Felefanz aus nur E-Autos sein. Da ist die Post ja schon mittendrin, aber die Post ist ja dabei, alles schon umzustellen auf E-Autos. Was auch keine Sau bisher großartig mitbekommen hat. So ist das. Wir sind ja im Sommer, ja. Und wir hatten übrigens Olympia bereits. Ja, gut. Am Freitag war Eröffnungsfeier, fand ich ein bisschen langweilig, Atmosphäre null. Ja. Und die Deutschen haben das erste Mal schon verloren bei der Fußballmannschaft. Gegen Brasilien haben sie 4-2 abgekackt. Ja, stimmt. Habe ich sogar ein bisschen gesehen.
Und dafür, dass es Deutschland Brasilien war, hat es eigentlich keine Sau interessiert, ja. Ja, weil ihr von Brasilien keine Sau kennt und vom Deutschland-Spiel die Leute, die da mitgemacht haben, ohne 2, 3 Hansels. Ja. Hast du eine CD? Nee, eine CD habe ich heute nicht. Ich habe einen Filmtipp. Oh! Ja, man muss sagen, ich bin schon seit frühester Jugend und Kindheit Fan von Master of the Universe. Hatte damals schon die Figuren gehabt und fand es sehr toll. Und jetzt gab es am Freitag, den 23. die Premiere auf Netflix, die neue Serie Master of the Universe Revelation. Was? Ich wurde mir nicht mal angezeigt, weil mein Netflix weiß, dass ich sowas nicht sehen will. Großartig. Ich habe über ein Jahr darauf hingefiebert, weil es gab dann, ich bin ja in mehreren Foren davon drin und da kann man immer durchlesen, wer da mitmacht. Das Ganze wurde ja produziert von oder gemacht von Kevin Smith, der ist ja in den Staaten ja eine ganz große Nummer in der Hinsicht. Da haben sehr berühmte Leute mitgemacht als Sprecher. Skeletor war Mark Hamill, also unser Luke Skywalker hat da gesprochen. Oder auch Sarah Michelle Gellar. Die hat die Tila gesprochen. Und das Coole an der ganzen Serie, es geht ja meist um He-Man gegen Skeletor, gut gegen böse. Und es passiert in der ersten Folge schon so, dass diese beiden Hauptprotagonisten eigentlich wegfallen. Total cool. Und dann halt ein komplett neuer Strang erzählt wird, was natürlich die ganze Sache nochmal total aufbaut. Die Figuren großartig gezeichnet, sehr viel Liebe zum Detail. Und das haben sie auch leider auch die Staffel auch gesplittet, sodass sie erstmal nur 5 Folgen online gestellt haben. Dann kommen demnächst nochmal 5 Folgen. Und ey, kann mich wie so ein Kind gefreut, diese Serie so zu gucken. Ja? Und da ist es so gut, wie du dachtest. Ja, es ist noch besser. Also die Story ist wahnsinnig neu, gut erzählt. Neue, komplett neue Handlungsstränge, also nicht wie das alte aufgegriffen. Skeletor schießt gegen He-Man und He-Man wehrt sich, gewinnt. Denkste, also He-Man, kann man ja schon mal verraten, stirbt in Folge 1. Mit Skeletor zusammen. Und jetzt muss der. Und jetzt ist die spannende Sache, was geht danach weiter? Deswegen auch Offenbarung. Also das Ganze ist total. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Wie ihr ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen ganz schnell zu den Promi-Geburtstagen der Woche kommen. Ja, mach mal. Da fange ich mal mit Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Ist 45 geworden am Montag. Genau wie Vitali Klitschko, der ist 50 geworden am Montag. Die Juliane Werding, wenn du denkst, du denkst. Dann denkst du nur denkst. Ein Mädchen kann das nicht. 65 geworden. Ja, Dienstag. Hat die. Meine großartige Ehefrau hat die Geburtstag gehabt. Mittwoch, die Sängerin und ich glaube auch Schauspielerin Charlotte Gainsbourg ist 50 geworden. Und der Kunsttoner Ebert Ginger, öfter mal früher im deutschen Fernsehen unterwegs gewesen, ist bereits 70 geworden. Unter anderem in der Sesamstraße. Genau. Oder bei Wetten, dass. Am Donnerstag 75 geworden, der Schauspieler Danny Glover. Genauso wie der Spatz von Avignon, Mireille Mathieu, 75. 60 geworden ist der Schauspieler Woody Harrelson am Freitag. Genauso wie der der unglaubliche gute Musiker Martin L. Gore von Depeche Mode. Das ist nicht L. Doch, da ist L. Martin L. Gore. Das klingt wie L. Gore. Nein. Hubertus Meyer-Burkhardt, NDR Talkshow, ist Sonnabend 65 geworden. Ja, das war bei mir schon. Und Sonnabend ebenfalls 65 geworden, unsere Carmen Nebel. Ja, die geht bei mir unter. Und 85 geworden am Sonnabend der Schauspieler Arthur Braus. Stimmt. Den eigenen. Großstadtrevier war der erste, genau. Ich weiß nicht, wie er hieß in der Serie. Aber wir haben es mit der Kerl jetzt zusammen genau. zu streifen. Ja. Und wir mussten Abschied nehmen in dieser Woche von Alfred Biolek, 87 Jahre. Aber hat wohl einen sehr, schönen Tod gehabt. Er ist ja eingeschlafen. Einfach nur nachts eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Genial, so muss es sein. Ja, ich habe letzte Woche noch ein Interview mit ihm im Stern gelesen, was ihn zu seinem 87. Geburtstag geführt haben und ist jetzt tatsächlich 2 Wochen nach seinem Geburtstag gestorben. Ja, was soll ich sagen? Bei Bio, Bios Bahnhof, Alfred de Simo, Menschmeier, Boulevard Bio, alles Sendungen, die ihre Zeit geprägt haben. Ne? Ja. Und die, naja, war ja auch eine herausragende Persönlichkeit. Und was war das hier? Eine herausragende, keine Woche schon. Schöne Woche, bis bald.